Hallo, guten Tag, herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Das Thema ist Service bei Snap-Invertern. Mein Name ist Hans Belze, ich werde Sie durch diese circa 30-minütige Session begleiten. Und zu meiner Seite sitzt auch der Michael Raunig, der sich um Ihre Fragen kümmert. Also bitte jederzeit einfach uns reinschicken und wir werden diese auch gleich beantworten. Folgende Punkte hätte ich für heute geplant und zunächst einmal den Serviceprozess. Also die Fehlersuche, Tipps dazu, wie Sie da vorgehen, dann welche Komponenten können getauscht werden, was muss retourniert werden. Dann zeige ich Ihnen auch noch kurz den Austausch von Data Manager und Displayplatine, die Sie auch mittauschen können. Und am Ende noch die Garantie und die Kostenerstattung. Nun schauen wir uns zunächst den Serviceprozess an. Allgemein ist es so, dass Sie, wenn Sie vom Kunden die Verständigung bekommen, zunächst einmal sich im SolarWeb einloggen, sich den Fehler anschauen, beziehungsweise zum Kunden fahren und den Fehler zunächst einmal eruieren. Dann können Sie im SOS diesen Fehler eintragen, können dann auch mit uns nochmal Rücksprache halten. Wir schicken Ihnen dann Ersatzteil zu, den Austauschwechselrichter zum Beispiel, mit dem Sie dann nach circa 2, 3 Tagen dann zum Kunden fahren und das Gerät dann austauschen. Bei den Snap-Invertern vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die das nicht wissen. Wir reden hier von den Geräten Symo und Primo, 3 bis 8 kW, also einphasig oder dreiphasig, beziehungsweise den Symo, den größeren Symo-Geräten, die Leistungsklasse 10 bis 20 kW und 25 und 27 kW, das Eco-Gerät. Also das sind diese vier verschiedenen Typen sozusagen. Zur Fehlersuche nun. Wenn Sie beim Gerät stehen, können Sie ja zunächst einmal die Leuchtdioden kontrollieren bzw. den State Code erkennen. State Code wird am Display gleich angezeigt. Dreistellige Zahl, zum Beispiel hier 102. Die Leuchtdioden links geben Aufschluss über das Leistungsteil. Das Leistungsteil läuft. Sozusagen bei Rot wäre Fehler, keine Einspeisung. Wird auch ein Status angezeigt, hier liegt ein Fehler vor. Bei orange Leuchtdiode, die mittlere Leuchtdiode, das ist sozusagen der Nachbetrieb oder das Startup des Geräts. Auch beim Software-Update würde das aufleuchten und so weiter. Und unten die grüne Leuchtdiode würde dann noch anzeigen, wenn der Wechselrichter im Einspeisebetrieb ist. Also das wäre tagsüber dann die richtige Funktion. Nun können Sie den State Code eben am Display auslösen. Sie können aber auch natürlich von zu Hause im SolarWeb unter Servicemeldungen, wenn Sie die Anlage online haben, das natürlich auch kontrollieren. Und hier sehen Sie dann auch eine detailliertere Beschreibung des Fehlers, beziehungsweise können dann in den Fehler reingehen und sogar schon mögliche Schritte zur Behebung ablesen. Und auch die historischen Werte sehen. Das heißt, alles das, was in den letzten Tagen passiert ist, auch mit betrachten zugleich. Also das ist natürlich sehr hilfreich hier. Wenn Sie dann den Fehler gefunden haben, den State Code haben, Seriennummer haben, dann geben Sie das am besten im SOS-Tool ein. SOS-Tool gibt es eine App dazu oder eine Browser-Version, einfach unter sos.phonus.com. Hier bitte registrieren. Registrieren Sie sich als Installateur und tragen dann die Seriennummer und den State Code des Geräts ein. Dann bekommen Sie auch gleich die Lösungsschritte, also die möglichen Lösungsschritte dafür, was Sie versuchen können, um den Fehler zu beheben. Als letzten Schritt ist dann meistens der Punkt, sozusagen Austauschkomponente bestellen, wenn hier der Fehler nicht einfach so behoben werden kann. Also wenn wirklich ein Fehler am Gerät vorliegt. Sie können dann auch eben einen Case anlegen und können dann auch diesen Case zu uns schicken, können dann mit unserem Support nochmal Rücksprache halten, sehen dann natürlich im Case immer logischerweise den Status des Service-Falles und das ist natürlich sehr hilfreich, weil wir dann immer unterschiedliche Leute bei uns auch damit eingreifen können, beziehungsweise bei Ihnen auch unterschiedliche Personen ja möglicherweise beteiligt sind. Als letzter Punkt ist dann noch die Austauschanforderung zu erwähnen. Und zwar haben Sie hier dann oben drei Möglichkeiten. Entweder den Bauteiltausch, wenn es nur eine kleine Komponente ist, zum Beispiel Frontdeckel oder eben ein Data Manager.
Der zweite Punkt ist dann die Gerätinstandsetzung. Das heißt, Sie schicken uns das Gerät zur Reparatur. Wir geben Ihnen einen Kostenvoranschlag und Sie bekommen das dann repariert zurück. Das dauert am längsten, gleich dazu erwähnt. Und der dritte Punkt, der häufigst gewählte Punkt, ist das Gerätetausch. Wenn eben am Gerät ein Fehler ist, wirklich ein Fehler ist, dann kommt es eben zum Gerätetausch und dann gehen Sie hier drauf. Sie geben dann Ihre Daten noch ein, State Code und eine Beschreibung und können dann eben am Ende dann das Gerät anfordern. Nun zum Reparaturtausch. Was ist hier noch besonders wichtig? Zunächst einmal nochmal die Unterscheidung Wechselrichtertausch, Platinentausch. Sie könnten ja theoretisch auch die Leistungsplatine im Gerät tauschen. Das geht jedoch nur für geschultes Personal. Das sind unsere Systempartner, unsere FSP-Service-Experten. Also wenn Sie kein FSP sind, Phone-Service-Systempartner, dann können Sie das nicht. Also nur Systempartner können diese Komponenten bestellen. Beim Austauschgerät ist es so, wenn Sie ein Gerät bekommen, dann ist das, hat das einen speziellen Frontdeckel, hat auch eine andere Wandhaltung, also eine Wandhaltung ohne Schraubklemmen und es ist kein Data Manager drin und auch die Stecker für den Solarnetring fehlen. Das heißt bitte hier, diese Geräte dürfen nicht für den Austausch dürfen nicht für neue Installationen verwendet werden, nur zum Austausch, wenn Sie im Service Case angelegt haben. Bitte das hier beachten und nicht keine Vermischung der Geräte hier erzeugen, weil das gibt dann einfach vom Ablauf her Probleme. Die Garantiezeiten grundsätzlich bleiben unverändert, wenn Sie einen Austausch durchführen. Zum Gerät selber jetzt noch, bevor Sie das Gerät öffnen, nochmal der Hinweis, bitte eben DC-AC abschalten, kontrollieren, dass hier wirklich die Spannungen weg sind. Dann auch noch etwas warten, circa 10 Minuten, bis alle Kondensatoren entladen sind. Wenn Sie den Frontdeckel öffnen, bitte können Sie auch die Leuchtdioden innen kontrollieren und dann bitte warten bei weiterer Vorgangsweise, damit eben hier wirklich keine Spannung mehr am Gerät oder im Gerät ist, auch wenn das schon abgeschaltet wurde. Die ESD-Geschichte natürlich auch nicht vergessen, zur Schutz der Elektronik. Wenn Sie sich zum Beispiel statisch aufgeladen haben und Sie greifen auf diese Platinen drauf, kann es zu einer Zerstörung kommen. Bitte deshalb eben Acht geben, sich vorher entladen oder ein Schutzband verwenden, damit Sie immer entladen sind. Der Austauschprozess läuft dann folgendermaßen ab. Nachdem Sie abgeschaltet haben, spannungsfrei sind, können Sie eben den unteren Deckel abnehmen, das Gerät dann mit den beiden Schrauben rechts und links rausnehmen und rausschwenken. Dann legen Sie das vor sich hin, öffnen den Frontdeckel, das sind vier Schrauben, und können dann das Geräteinnere sehen. Dann würde ich Ihnen empfehlen, wenn ein Gerätetausch vorgenommen wird, wenn ein Data Manager drin ist, das ist die rechte Karte, die ist unten in der Mitte drin, dann nehmen Sie diese auch raus. Das zeige ich Ihnen nachher nochmal genauer. Und auch die Datcom-Stecker bitte rausnehmen. Diese Teile müssen dann beim Kunden bleiben. Und zwar so folgende Teile bleiben beim Kunden. Da ist zunächst einmal der Frontdeckel, die beiden Frontdeckel. Also auf der rechten Seite dann die Wandhalterung, die bleibt an der Wand mit den Kabeln. Das brauchen Sie nicht abmontieren. Und der Data Manager, die Data Manager Karte, wenn es kein Leitgerät ist, bei Leitgeräten ist diese Karte nicht verbaut, das kann es auch geben, dann müssen Sie da natürlich nichts machen. Und die Datcom-Stecker, diese beiden eben dann auch beim neuen Gerät wieder einstecken und das Ganze dann wieder einbauen. Retourniert wird dann das defekte Gerät mit den Wandhalterungen und den sozusagen Gehäusekomponenten, die hier dann eben auch speziell markiert sind mit einem Sticker. Also das wieder hier einbauen und dann in die Box, in die Schachtel rein und zu Fonius retournieren. Kurze Fehlerbeschreibung dazu und dann ist das Ganze erledigt. Das ist sozusagen, jetzt war es zunächst einmal der Austausch des Gerätes. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal genauer den Data Manager Austausch und das Display Tausch, also wenn das Display defekt wäre. Diese beiden Komponenten dürfen Sie auch tauschen. Also aus herkömmlicher Installateur. Hier müssen Sie keine Partnerschaft haben. Wenn Sie das Gerät abgenommen haben, den Gerätdeckel geöffnet haben, dann eben wie gesagt eine Schraube unten öffnen. Beim Data Manager ist eine Schraube rechts. Diese wird einfach herausgeschraubt und dann kann man den Data Manager abstecken nach
nach hinten ziehen oder nach rechts ziehen sozusagen und dann die Karte einfach herausnehmen. Im Data Manager sind ja die ganzen Kommunikationsdaten drauf. Das heißt also, alle Daten vom SolarWeb sind hier gespeichert, für SolarWeb sind hier gespeichert. Das heißt, wenn Sie die rausnehmen und dann in das neue Gerät einbauen, brauchen Sie keine weitere Inbetriebnahme des Geräts machen. Die Kommunikation, Internetanbindung ist automatisch wiederhergestellt und auch die Daten sind hier vollständig. Auch kein weiterer Tausch im SolarWeb ist auch nichts erforderlich. Wenn Sie nun die Displaypartie oder den Rezervo tauschen, dann müssen Sie hier noch Acht geben, zunächst einmal alle Stecker abziehen. Also das sind dann diese Platinen dann unterhalb vom Displays. Alle Stecker abziehen und dann sind vorne unter dem Solarnetz-Stickern sind zwei so kleine Laschen, die ziehen Sie einfach nach oben, circa einen Zentimeter nach oben drücken. Dann können Sie diesen Kasten, das ist also, besteht aus zwei Platinen, Displaypartine und darunter liegend die Steckerplatine für den Data Manager, können Sie diesen ganzen Käfig hier rausnehmen und die Kabeln hier noch wegnehmen und dann haben Sie die Platine heraus. Dann ein wichtiger Schritt, der leider sehr oft vergessen wird und den ich hier natürlich jetzt speziell erwähnen möchte. Es befindet sich auf diesem Rezervo eine Abbrechplatine. Und diese Abbrechplatine müssen Sie von diesem alten Rezervo aus abnehmen, also abbrechen. Das ist in einem kleinen Eck, diese kleine Platine hier abbrechen und dann beim neuen Rezervo aufstecken. Ja, dazu sind zwei kleine Stecker montiert. Man kann das nicht falsch aufstecken. Einfach hier aufstecken, schauen, dass alle Kontakte hier drinnen sind. Und dann haben Sie diese Geräteinformation, die Basisinformation sozusagen, wieder auf dem Rezervo mit drauf. Und das ist wichtig, weil wenn Sie das vergessen, kommt eine Fehlermeldung und das Gerät funktioniert nicht. Also bitte hier eben Acht geben. Die Platine besteht eben aus zwei Platinen, die wird dann sozusagen abgebogen, 90 Grad, und wird dann wieder auf diese Kunststoffteile, diese oben und unten sind jetzt hier so dunkelgraue Kunststoffteile, die werden dann wieder aufgesteckt und hier wird der Rezervo dann wieder, wenn er gesamt so zusammengebaut ist, in der gleichen Art wieder eingebaut, wie ausgebaut wurde. Dann eben alle Schrauben wieder anziehen, entsprechenden Drehmoment verwenden, das sind 2 bis 2,5 Newtonmeter und dann bitte hier keine Schraubenzieher verwenden. Hier kann es eben dann auch zur Zerstörung des Gewindes führen. Beim Leistungsteil Montage bitte eben auch Acht geben, wenn Sie das einbauen, aufstecken, bitte gleich die beiden Schrauben rechts und links mit 2 Newtonmeter anziehen, damit dass eben hier die Kontakte ordentlich stattfinden. Und dann den Frontdeckel hier, den unteren grauen Deckel eben auch noch aufführen. Bevor Sie vielleicht das Gerät einbauen, ein Tipp noch von mir: Messen Sie nochmal sicherheitshalber auch nochmal die DC-Stränge nach. Das können Sie am besten dann machen, wenn das Gerät natürlich noch nicht eingehängt ist. Also an der Wandhalterung die DC-Spannung nachmessen, natürlich idealerweise auch die Ströme. Und dann eben auf der rechten Seite die AC-Spannungen nochmal nachmessen. Nullleiter und Erdung nachmessen und dann eben erst das Gerät einstecken und wieder verbinden. Beim Datcom-Deckel vielleicht unten auch nochmal erwähnt, hier Acht geben, dass die Isolierung ordentlich ist, dass die nicht zerstört ist. Es befindet sich auf der Innenseite so eine Isolierlasche, die hier man nicht zerstört sein sollte. Also vor allem bei Geräten, die außen installiert sind, hier bitte Acht geben, dass das eben alles dicht verschraubt ist wieder. Ja, wenn Sie dann das Gerät drauf haben, die Sicherheitsprüfung nochmal machen, visuell die DC-Strangmessung habe ich schon vorher erwähnt, eben nochmal im abgesteckten Zustand, dann die natürlich AC-Spannungen auch messen, dann eben das Gerät einschnappen, nochmal befestigen und einschalten und den Funktionstest durchführen. Die Inbetriebnahme ist dann vielleicht auch nochmal zu machen. Das heißt, Sie sehen am Display dann die Sprache auswählen, Zeit auswählen, Datum auswählen und das Ländersetup einstellen. Als letzten Schritt würde ich dann noch eine Dokumentation durchführen, eben was Sie gemacht haben, damit eben hier auch
das Ganze ordentlich dokumentiert ist. Ja, das wäre dann eigentlich alles erledigt. Vielleicht haben Sie in Ihrem Land noch spezielle Tests durchzuführen, Erdungstests und dergleichen. Das habe ich jetzt hier nicht erwähnt, weil das eben unterschiedlich ist. Nun, wie bekommen Sie Ihr Geld zurück? Im Garantiefall, wenn das Gerät zur Garantie repariert wurde, haben Sie ja den Austausch sozusagen zunächst einmal verrechnet bekommen, das Austauschgerät. Sie geben das Ganze einfach dann das defekte Gerät mit den ganzen Halterungen und Gehäuseteilen wieder in die Box zurück, füllen den DHL-Rücklieferschein aus, das Gerät wird dann abgeholt und Sie bekommen dann, das, wenn das bei uns ist, geprüft wird, die Garantie, wenn das ein Garantiefall ist, auch die Auszahlung wieder. Das heißt, Sie bekommen die Gutschrift zunächst einmal für die Hardware und dann bekommen Sie auch eine Serviceprämie pro Wechselrichter für die Kostenerstattung. Achtung, wenn ein defektes Gerät nicht retourniert wird, haben Sie die Kosten und müssen die Kosten tragen. Das heißt, die Rechnung wird dann nicht storniert. Deshalb bitte hier Acht geben, dass das innerhalb von 30 Tagen erfolgt. Es gibt dann auch eine längere Frist im Notfall, aber Sie sollten das bitte innerhalb von 30 Tagen erledigen. Ja, und wie schaut es mit der Garantie aus? Die Garantie kann unterschiedlich sein, 2 bis 10 Jahre. Garantiezeiten finden Sie auch im SOS-Tool von der Seriennummer. Einfach die Seriennummer eingeben. Wie gesagt, grundsätzlich haben wir diese 2-Jahr-Garantie. Bei Produktregistrierung kann man das auf 5 oder 10 Jahre verlängern. Vor allem bei den kleinen Geräten ist bis 12 kW kann man das bis 10 Jahre verlängern. Bei den größeren Geräten ab 13 kW gibt es sowieso nur maximal diese 5 oder 7 Jahre. Wie gesagt, schauen Sie sich die Garantiezeiten im SOS-Tool an. Dann sehen Sie das auch bei der Seriennummer, ob das noch Garantie ist. Ist ja auch wichtige Information für den Kunden, damit der weiß, okay, was sind die Kosten und Sie natürlich auch, damit Sie eben auch entsprechend den Kunden informieren können. Ja, das wäre soweit von meiner Seite alles gewesen. Das Recording wird Ihnen morgen zugesandt. Sie können finden auch im Anhang ein Dokument mit der Serviceanleitung. Das will ich Ihnen auch gerne nochmal zuschicken. Unter diesem QR-Code finden Sie dann die digitalen Tools, also auch das SOS-Tool zum Beispiel oder andere Tools, die nützlich sind für die Fehlersuche oder auf unserer Homepage www.fronius.com. Weitere Trainings natürlich auch, Webinare, hier können Sie natürlich auch jederzeit anschauen oder eben unter How-to-Videos auf unserem Fronius YouTube-Kanal finden Sie auch diverse Anleitungen zu diesen Geräten. Gut, das war es dann soweit von meiner Seite und jetzt würde ich vielleicht ganz kurz den Michael bitten, uns hier dann vielleicht noch kurz noch die Fragen, wenn Fragen waren, hier noch kurze Informationen dazu zu geben. Michael, kannst du mich hören? Ja, vielen Dank, Hans, für die Präsentation. Hier nochmal gerne der Hinweis, wenn Sie weitere Fragen haben zum Webinar, fragen Sie uns die gerne. Wir bleiben jetzt noch gerne einige Minuten für Sie im Chat online. Und wenn Sie hier Fragen haben, senden Sie uns die gerne durch und wir beantworten die Ihnen dann direkt in der Chatfunktion.